Ich kann nur so viel sagen, heute wird in der Runde der Schande TV-Geschichte geschrieben und ich kann wirklich nur allen Menschen in ganz Deutschland sagen, schaltet ein, heute passiert etwas, womit die Menschheit nicht gerechnet hätte. Ich kenne Erik ja schon ein wenig länger. Ich sag euch, was er machen wird. Ja. Ja, Olivia, ja. Ja, Olivia, ja. Ja, ja, du hast recht. Ergibt sich der selbsternannte König der Moralmajestät Olivia Jones? Oh, ich bin so aufgeregt. Mit dem Sonnenuntergang wird es düster im Camp. Denn jetzt geht es um Eriks dunkle Seite. Erik, es ist Zeit. Mach dich nun auf den Weg zu deiner Runde der Schande. Jetzt wird's heftiger. Viel Glück, Erik. Vielleicht mein letzter Gruß an dich. Erik. Viel Glück. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich natürlich nicht weiß, wie tief gebohrt wurde, was heute angesprochen wird. Is that the kind of way to face the burning heat? I just think about. Also ich feiere mich auch selbst, dementsprechend ist es dann schwer zu sagen, oh ja, das war ein Fehler, sorry. If the Lord don't forgive me, I'd still have my baby and my babe would have me. So. Soll ich anfangen zu reden? Möchtest du uns denn was sagen? Ja, also erstmal Dankeschön, dass ich hier sein darf. Dankeschön, dass wir uns jetzt noch mal persönlich sozusagen noch mal sehen. Wir haben uns, glaube ich, damals schon mal bei Promi Big Brother das erste Mal gesehen. Und, wir sind hier nicht bei der Oscar-Verleihung. Ja, okay. Absolut. Herzlich willkommen zu deiner ganz persönlichen Runde der Schande. Warum so nervös? Ah, weil ich jetzt nicht so ganz genau weiß, welche Themen heute ausgepackt werden. Ja, eigentlich habe ich mir nichts vorzuwerfen in den letzten 2 Jahren. Eigentlich? Ja, eigentlich, ja. Ich meine, schlimme Zeit war damals so von 15 bis 25. Also ich finde wirklich, das, was ich in den letzten 2 Jahren so gemacht habe, auch im TV, das ist meiner Meinung nach eine Genieleistung. Also jedes Mal, wenn ich mich so im TV angucke, denke ich mir so, geil, besser geht's eigentlich gar nicht. Meint er das jetzt ernst oder ist das Spaß? Ich bin auch wirklich jemand, ich gucke mir immer meine Folgen auch noch mal selbst an, auch Promi-Büsten, muss so sein. Oh, jetzt fällt mir, ich falle vor lauter Schreck, fallen mir die Karten aus der Hand. Ich hoffe, ich habe dich nicht aus der Fassung gebracht. Ich habe mit allem gerechnet, aber mit so einem Stuss habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Da muss ich mich hier erstmal, also so, sortieren, Moment. Du meinst es ernst? Ja, ja, ich finde wirklich, dass ich eigentlich ein kleines Genie bin, wenn es darum geht, im TV präsent zu sein, sozusagen. Ja. Schauen wir mal. Ich konnte meine Audienz beim angehenden Modekönig von Deutschland gar nicht erwarten. Dankeschön, ja. Beim Thema Mode triffst du ja wirklich bei mir einen Nerv. Ja. Wie gefallen dir denn meine Outfits? Absolut. Glamourös, exzellent, ja, wirklich, wundervoll, ja. Siehst wunderschön aus, wirklich. Muss ich dir mal ein großes Kompliment machen. Das war die richtige Antwort. Aber Erik, du bist ja hier nicht wegen Verbrechen an der Modewelt. Nee, absolut nicht. Obwohl es auch da eine ganze Menge zu büßen gäbe. Was glaubst du, worum es gehen könnte? Ja, ich denke mal, es geht sicherlich darum, wie ich im Sommerhaus war, das könnte vielleicht sein. Du meinst das hier? Nee, Erik, ich hab da keinen Bock drauf. Wie soll das die nächsten 2 Wochen hier weiterlaufen? Bummst du eine andere? Das, was du machst, ist wirklich jemand ficken. Das, was du machst, ist meine Karriere zerstören. Zu 100%. Warum manipulierst du die Leute und bringst sie auf eine Seite? Du brauchst nicht laut werden. Nee, absolut. Ist mir scheißegal, was du sagst. Ich weiß, dass du Sendezeit brauchst. Guido, du geh doch nach Hause und rauch weiter. Was machst du eigentlich hier so? Da bringst du überhaupt nichts, Mario. Sag ich dir ganz ehrlich. Mach doch nichts. Ich will auch, dass die Zuschauer mal sehen, dass jemand wie du nichts leistet.
bin gerade auf dem Weg nach oben, du bist auf dem Weg nach unten. Das ist der Unterschied. Meine Karriere fängt gerade an, deine hat schon aufgehört. Deine Karriere? Was für eine Karriere? Ich habe mein Modelabel in den letzten 5 Jahren aufgebaut. Oh, wie viel hast du verkauft? 2 Jacken? Paco, mal eine ganz kurze Sache. Ja. Wenn ich da draußen stehe und denen Tschüss sagen möchte. Ich nur 50 Spiele, stell vor mich, baue dich vor mich. Ich baue mich nicht auf, ich baue mich nicht auf. Machst du gerade. Ja, aber dann rede mit Respekt vor mir, verdammte Scheiße. Nimm deine Hand runter und droh mir nicht. Ey, Paco, ich sag dir mal eins. Du versuchst jedes Mal, wenn ich zu reden, versuchst du das Wort an dich zu legen und zu sagen, du bist der Geschäftsmann, ich bin kein Geschäftsmann. Wer bist du? Ich sage, ich bin kein Geschäftsmann oder wie? Ich habe mir auch schon was aufgebaut. Habe ich das gesagt? Weißt du überhaupt, was ich mache? Dann google mich mal bitte und guck mal, was ich mache. Ich habe mich 4 Jahre jetzt so hochgearbeitet. So weit hätte es gar nicht kommen müssen. Ich darf auch nicht so hoch an die Wand gehen und ich darf auch nicht dann davor stehen. Auch manchmal Körpersprache ist auch schon zu viel. Keiner weiß oder wenige interessiert, was du da modemäßig so machst. Ich nutze natürlich TV schon als Werkzeug, um am Ende des Tages natürlich auch meine Mode zu verkaufen. Hat zum Beispiel während des Sommerhauses ganz gut geklappt. Du musst selber lachen. Ja, weil ich es lustig finde. Ich hatte ja so einen kleinen Streit mit Mario Basler. Und da hat er gefragt, wie viele Jacken ich verkauft habe. Und das hat natürlich geklappt, weil innerhalb von einer Woche waren alle Jacken ausverkauft. Deswegen sehe ich mich manchmal auch so ein bisschen als Marketing-Genie an. Ist es jetzt besonders genial, das jetzt hier zu erzählen? Nee, ist es nicht. Und wenn dich jemand bei der großen Dr. Simsen Modenschau nicht ernst nimmt, läufst du zu unsportlichster Hochform auf. Aber ich frage mich, ob auch das, was wir jetzt sehen, nur Marketingstrategie ist. Kalkül. Ich kann nur auf einen Mann hören, der auch was im Kopf hat. Also würdest du nie auf mich hören, Gloria, ja? Also ich sag's dir ehrlich, dir könnte ich nie folgen als Frau, nie. So, ich würde nie von dir irgendwas akzeptieren, wenn du irgendwas sagen würdest. Nein! Nee, könnte ich nicht. Du hast gesagt, du könntest mir nicht chillen oder irgendwie irgendwas anderes, weil ich dir zu dumm bin. So hast du das ausgedrückt. Doch, hast du. Da, wo wir vorhin da saßen, Schnecki Bubu, weißt du, wer du bist und weißt du, wer ich bin? Komm, sag mal bitte. Schreib dich gerade an. Ich schreie dich nicht an, aber red ganz normal. Sag bitte, was du erreicht hast, was ich erreicht habe. Du bist eine kleine Fachangestellte, du hast irgendwie 150.000 Follower, du machst ein bisschen... Ich schreie dich gerade an. Ich schreie dich an, ja. Deswegen meine ich das ja. Dich. Ich traue mich das ja. Natürlich traue ich mich das. Alter. Wie redest du mit mir? Du sagst, ich bin dumm vor anderen Leuten oder wie? Ich habe nicht gesagt, dass du dumm bist. Du hast insgeheim gesagt, dass ich dumm bin. Genau. Warum redest du mit mir, als wenn ich dumm bin? Ohne, dass wir jetzt laut werden. Man sagt nie zu mir, dass ich dumm bin. Ja, das kann man sagen, ich mache mich gerne lächerlich, aber wenn jemand sagt, ich bin dumm, aber er ist unter mir, dann habe ich ein großes Problem mit. Es gibt immer eine Hierarchie, ganz klar. Du stehst also in der Hierarchie? Über Gloria, das ist ja interessant. Und wenn ich sauer bin, knall ich manchmal Sachen raus, die ich rausknall, ja. Schätzelein, das habe ich nicht gefragt. Ja. Ich frage anders. Warum stehen Menschen wie Gloria oder, Zitat, Fachkräfte in deiner Hierarchie, in deiner Welt unter dir? Stehen natürlich nicht unter mir, ist natürlich klar.
Also keine Gloria, keine Fachangestellten stehen unter mir, das ist klar. Dankeschön. Das kam aus deinem Innersten, von ganz tief unten aus dir heraus, vor lauter Wut. Warum bist du der Meinung, dass du in der Hierarchie höher stehst? Eigentlich habe ich schon das Denken, alle Menschen sind gleich. Ich komme natürlich aber... Hast du nicht. Du sagst ja was ganz anderes. Aber interessant ist, dass wir in allen Szenen den gleichen Erik Sindermann gesehen haben. Immer derselbe wunde Punkt. Den habe ich. Hältst du dich selbst für dumm? Oder bist du es vielleicht wirklich? Und hast Angst, man könnte dir auf die Schliche kommen? Ich wurde von der 7. Klasse an gehänselt. Mir wurde immer gesagt, ich bin dumm, ich bin schlecht und ich bin hässlich. Dadurch, dass ich gehänselt wurde, habe ich sozusagen meinen Eltern das Leben schwer gemacht und habe gesagt, ich will von dieser Sportschule runter, ich habe keinen Bock mehr und alles Mögliche. Und eigentlich habe ich alles gemacht damals, um von dieser Schule wegzukommen. Und ich habe mir irgendwann gesagt, an dem Punkt, wo ich wieder gehänselt wurde, Erik, entweder bleibst du jetzt das Opfer oder du wirst langsam mal stark und wehrst dich. Und da gab es eine Situation damals in der Schule, wo der Lehrer mich nach vorne kommen lassen hat und gesagt hat, dass ich eine 5 geschrieben habe in Geschichte. Und dann hat einer hinten gelacht. Und ich bin wirklich sofort nach hinten gegangen, habe den Typen so vermöbelt. Und ab dem Punkt hat jeder von mir Respekt gehabt. Keiner hat mich mehr angesprochen, keiner hat mehr über mich gelacht, keiner hat mehr irgendwie gesagt, dass ich dumm bin. Und das war so dieses falsche Signal, so, weil ich habe gelernt, so, sobald ich Leuten auf die Fresse haue, wird alles wieder besser. Zum Beispiel auch, wenn ich heute, wenn dieser Wundepunkt getroffen wird, ich werde laut, ich raste natürlich aus, aber ich gehe natürlich nicht so wie früher an die Wand. Aber es ist für mich immer noch ein Wunderpunkt. Ich liebe meine Eltern wirklich über alles, aber ich habe ihnen wirklich das Leben auch so schwer gemacht. Ich habe ihnen wirklich das Leben immer schwer gemacht. Und ich mache wirklich alles, dass ich meine, ich will meine Eltern stolz machen. Und ich wollte immer meine Eltern stolz machen. Auch das, was ich hier im Reality und sowas mache, das mache ich auch für meine Eltern. Ein lächerlicher Zwerg, wenn du versuchst, dich größer zu machen, als du bist. Und vor allen Dingen, indem du andere klein machst. Das funktioniert so nicht. Und die wichtigste Erkenntnis für dich ist, glaube ich, dass du nicht über anderen stehst. Nee, also ich denke auch, dass langsam der Zeitpunkt gekommen ist, weil ich auch sage, dass ich so ein bisschen mit dem Kapitel abschließen möchte. Weil ich auch einfach denke, dass ich mich auch nicht mehr über andere stellen muss. Und Erik, du möchtest krankhaft ernst genommen werden. Und dabei machst du dich lächerlich. Und das ist total schade, weil du bist extrem unterhaltsam. Ich denke einfach, der Zeitpunkt ist gekommen, nicht mehr in die lächerliche Richtung zu gehen, sondern ich möchte natürlich auch schon ernst genommener werden. Mach dir nicht so einen Druck. Nicht jeder ist zum Starspieler geboren. Das ist überhaupt nichts Schlimmes daran, Mittelfeld zu sein. Und lieber Liebling im Mittelfeld als ein Arsch an der Spitze, oder? Absolut, richtig. Erik, wir kommen zum Thema Buße. Yes.
lass es mich so ausdrücken, dein Fäkalkonto ist voll. Beim Latrinendienst hast du ein Riesenguthaben. Das ist also keine Buße für dich, das habe ich schon gemerkt. Wir haben uns was anderes einfallen lassen. Du stellst dich zu oft über andere. Und deshalb gibt es für dich eine Lektion in Demut. In vielen Kulturen ist die größte Demutsgeste... einem anderen Menschen die Füße zu waschen. Deshalb wirst du morgen genau das tun. Bei deinen Mitcamperinnen und Mitcampern. Geil, Alter. Zeig ein bisschen mehr Demut. Und übrigens, meine Hufe müssen auch mal wieder gemacht werden. Vielleicht komme ich ja morgen noch mal zur Pediküre bei dir vorbei. Und jetzt hol schon ins Körbchen. Ich gebe dir hier den Eimer mit. Ich habe mega viel mitgenommen aus der Runde der Schande mit Olivia. Da habe ich auch wieder viel, viel für mich gelernt und weiß, ich bin noch stärker geworden, als ich davor schon war. Hast du gut gemacht. Wer will die Füße gewaschen bekommen? Schön, dass wir den Videobeweis haben, dass ich nie gesagt habe, dass du dumm bist. Ja, ist gut. Aber hast du gut gemacht. Ja, ja. Gut gemacht. Die Geschichte mit dem Hund kann ich voll verstehen. Ne? Mit dem Hund? Ja. Ja, ja. Ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ich bin auch in so einem Ghetto groß geworden. Da war es so ähnlich, da haben auch nur die Starken irgendwie draußen so überlebt. Ja, Erik hat viel gekaspert da. Aber manchmal waren halt so Momente, da wo er geweint hat, das war er persönlich so. Da hat man gemerkt, Alter, das ist der Erik. So ein Moment, aber dann ist er wieder direkt rüber in die Rolle von diesem Dr. Irgendwas. Ist er direkt wieder rüber in die Rolle.